Hi, ich bin Charlotte, ich arbeite im Krankenhaus, ich bin organisiert in der Gruppe von Krankenhausbeschäftigten akut und ich schreibe für die Zeitung Klasse gegen Klasse. Ich sende euch heute meine Solidarität nach Sonthofen mit der Botschaft, dass das Werk in Sonthofen unbedingt bleiben muss. Im Krankenhaus haben wir an vorderster Front gegen die Gesundheitskrise gekämpft und haben da schon gemerkt, dass diese Krise total auf unserem Rücken ausgetragen wird. Und bei der jetzt beginnenden Wirtschaftskrise sehen wir wieder, dass ArbeiterInnen diejenigen sind, die für die Krise bezahlen müssen. Das kriegt ihr natürlich gerade in eurem Kampf total heftig zu spüren. Aber wir werden auch sehen, dass das bei Kolleginnen überall sich ebenfalls zuspitzen wird. Wenn wir jetzt schon sehen, dass Millionen in Kurzarbeit sind und dass vielen Entlassungen bevorstehen. Ich denke deshalb, dass euer Kampf sehr wichtig ist. Für uns alle, denn natürlich kämpft ihr für euch und für eure Familien, aber ihr kämpft auch dafür, dass gezeigt wird, dass es nicht sein kann, dass ArbeiterInnen für diese Krise bezahlen müssen, wenn sie doch diejenigen sind, die das Leben aufrechterhalten. Ich denke, wir müssen für ein Verbot gegen Entlassungen kämpfen und für die Verstaatlichung von Betrieben, die geschlossen werden sollen, unter unserer Kontrolle. Wir arbeiten natürlich in total unterschiedlichen Bereichen, aber eigentlich sind total viele unserer Probleme miteinander verbunden. Und ich denke, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig unsere Solidarität zeigen und gemeinsam kämpfen, denn wir haben dieselben Interessen. Ich denke, deshalb ist es sehr wichtig, dass es weiter Solidaritätsaktionen für euch gibt. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg in eurem Kampf.